Hallo, mein Name ist Sven Elius und ich bin der Entwickler von XMix Folders und ich möchte Ihnen heute zeigen, wie Sie mit ein paar Klicks mehrere Jobs gleichzeitig anlegen. Ich habe hier bereits eine Service Connection aufgebaut und zwar habe ich da einen Service-Benutzer erstellt, der auf andere Postfächer per Impersonation zugreifen kann. Nun habe ich hier einen Job, den ich bereits konfiguriert habe. Das ist der XMix Folders User, der greift hier auf den öffentlichen Kalender zu, auf dieser Seite. Und hier auf dieser Seite greift der XMix Folders User per Impersonation auf die Mailbox von diesem User 1 hier zu. Können wir uns gleich mal anschauen. Es ist hier zu sehen, wir sind hier in der User 1 Mailbox. Ja, um nun anhand dieser Vorlage mehrere Jobs zu erstellen, gibt es die Möglichkeit über Excel. Dazu klicke ich im Menü auf Konfiguration in Excel, Ändern, Erzeugen. Es öffnet sich Excel. Und zeigt uns die vorhandenen Exchange Web Service Verbindungen. Das sind diese hier. Ich arbeite zurzeit nur mit dieser. Und es zeigt uns diesen Job, den wir uns bereits erstellt hatten. Und ich möchte nun mehrere Jobs hier erstellen. Der Jobname muss eindeutig sein. Also 24 Jobs haben wir und wir möchten auf verschiedene User-Mailboxen zugreifen. Deshalb muss ich diese User hier noch anpassen. Ich werde mir die User gleich mal hier erstellen auf einer neuen Tabelle. So, 24 User. Ich kopiere mir das erstmal hier rein. Ja, jetzt kann ich hier auf 24 verschiedene Mailboxen zugreifen. Diese User sind tatsächlich alle in dem Server angelegt. Ich lösche gleich mal dieses Arbeitsblatt zur Sicherheit und klicke auf Speichern. Es werden nun alle Jobs von Excel eingelesen. So, gleich mal zur Sicherheit reinschauen. User 3. Alles in Ordnung. Und wir können nun Speichern und Dienst neu starten. Klicken und der Synchronisationsvorgang kann nun beginnen.